Die Libertären und die Freiheit der die Wissenschaft über die Freiheit sind so unglaublich wichtig. Also eine rein rückwärtsgewandte, ultrakonservative Haltung, so dieses ganz Tumbe, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen eine Verbindung zwischen konservativen Elementen und libertären, freiheitlichen Elementen, um die Zukunft zu retten für uns und unsere Kinder, um die schlimmsten Sachen zu vermeiden. Um Reichtum und Sicherheit zu schaffen. Also, libertäres Gedankengut, libertäre Figuren, das ist unglaublich wichtig. Und dann haben wir Ron Paul, der einen solchen Super-GAU hingelegt hat, der also jetzt seinen medialen Einfluss nutzt, um nichts als Kreml-Propaganda zu verbreiten. Und dann haben wir noch andere große libertäre Einrichtungen, das Mises-Institut und so weiter, die verbreiten Kreml-Propaganda. Das Ron Paul-Institut für Peace and Prosperity verbreitet Kreml-Propaganda. Und dann haben wir noch andere wichtige libertäre Figuren, die auf Kreml-Linie sind, die nicht nur Putin verteidigen und das System verteidigen und die Außenpolitik verteidigen, sondern die auch noch sagen, Russland ist das große Vorbild geworden, Russland sei jetzt der Anführer der freien Welt. Und dass doch in Russland so niedrige Steuersätze bestehen würden. Es gäbe doch eine Flat Tax, also das, was die Libertären immer wollen. Und die Libertären sagen ja auch, die Korruption sei okay in Russland, weil das ist ja nur wie eine zusätzliche Steuer. Man schmiert halt hier ein bisschen da ein bisschen, ist doch ganz normal und harmlos. Woher stammt dieser Irrsinn, meine Damen und Herren? Woher stammt dieses völlige Auf den Kopf stellen der freiheitlichen Prinzipien? Wie können eigentlich die Vorreiter des freiheitlichen Denkens so blöd sein, so krank im Kopf sein, um eines der schlimmsten Regime auf der Erde, eines der gefährlichsten Regime auf der Erde wie Russland, so ausführlich und tiefschürfend zu verteidigen. Wie kommt sowas? Und ich habe mich daran gesetzt, diese Frage zu beantworten. Es gibt eine Antwort und sie ist recht gruselig, aber sie bietet auch viel Potenzial. Das heißt, es ist wirklich an der Zeit, die libertäre Bewegung, ja, auszumisten. Auszumisten von Kreml-Agenten, von Beeinflussungsagenten, Spinnern, Verrückten und Leuten, die in ihrem Kopf eigentlich doch für die Tyrannen sind, beziehungsweise Leute, die wie einst Rothbard schon sich in der Praxis immer oder fast immer auf die Seite von Diktaturen gestellt haben. Und wenn es gelingt, wenn diese Aufräumarbeit gelingt, dann kann endlich eine sinnvolle Allianz geschmiedet werden, ein sinnvoller Konsens geschaffen werden aus konservativen Elementen und libertären Elementen. Wo wieder die einen, die Konservativen sagen, okay, wir wollen hier völlig durchdrehen und absurde Forderungen haben. Wo aber auch die Libertären nicht sagen, wir wollen Absurdes, also wir wollen alles durchdrücken, die krassesten Forderungen. Quasi die Abschaffung der Nation und jeder muslimisches Recht und Scientology-Recht existieren dann auf deutschem Boden und so. Also wenn diese Sektierer endlich die Fresse halten und die Leute denen nicht mehr nachlaufen wie den Gurus, dann kann eine Allianz geschmiedet werden. In Deutschland, genauso wie es in England gerade passiert, genauso wie es eigentlich in den USA passiert ist, wo man leider das falsche Pferd gesetzt hat. Ich bin selber aus allen Wolken gefallen. Alex Jones hat diese Wandlung hingelegt, Ron Paul diese bizarre Wandlung hingelegt, aber es gibt den historischen Präzedenzfall für Paul. Leider. Und der Verrat scheint tiefer zu laufen, als selbst ich bislang angenommen hatte. Und haben wir gesehen, auch das hatte ich schon im Rahmen meiner Sendung, libertäre Magazine oder eigentlich so Krypto-Anarcho-Kapitalisten, also die nicht so ganz offen sind, wie eigentümlich frei, auch die sehr stark pro Putin publiziert, auch wenn die Webseite inzwischen besser geworden ist und auch mal Negatives kommt über die Vernichtung der Freiheit in Russland. Aber trotzdem hat man so den Kurs gesehen, also was das Mises-Institut vorgibt und Ron Paul-Institut vorgibt und was eigentlich auch schon Murray Rothbard, der bizarre Beeinflussungsagent und Urvater der Anarchokapitalisten, vorzelebriert hat. Und Sie müssen sich daran erinnern, meine Damen und Herren, Freiheit wurde nicht erfunden von zwei österreichischen Akademikern, Hayek und Mises.
sogenannte österreichische Schule. Natürlich haben die sehr, sehr viele wichtige Arbeit geleistet, haben ältere Ideen, die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden existieren, die auch schon in der Praxis lang und breit ausprobiert wurden, haben diese Ideen weiterentwickelt und die Arbeit ist nach wie vor wichtig. Nur darf man nicht vergessen, diese Leute haben Freiheit und die freiheitlichen Prinzipien nicht erfunden. Das heißt, Freiheit steht und fällt nicht mit diesen Ikonen. Ja? Und neben Mises und Hayek gibt es dann natürlich ja noch ganz, ganz andere Leute wie Murray Rothbard, der viele, viele wichtige Sachen geschrieben hat über wirtschaftliche Freiheit und andere Prinzipien der Freiheit. Aber Rothbard war absolut geisteskrank, wenn es um die russische Außenpolitik ging unter Stalin und was andere Diktaturen betrifft. Okay. Hier haben wir noch einen Artikel auf recenter.com. Prominente Libertäre Russlands Emissäre, wie Rand und Rothbard die Liberalen infiltrierten. Also, die prominentesten Namen, eigentlich die Inspirationen, auf die sich viele berufen, die eigentlich heute gefragt sind. Also die Leute, die heute eigentlich viel für Freiheit tun müssen. Freiheit vor westlichen tyrannischen Einflüssen und östlichen tyrannischen Einflüssen. Diese Ikonen schrieben viel Sinnvolles, das meiste davon haben sie nicht unbedingt selbst entdeckt, aber je tiefer man eindringt, umso mehr merkt man, zumindest merke ich, dass etwas gewaltig faul ist bei den Promi-Liberalen. Rothbard, Rockwell, Rand, Ayn Rand und so weiter. Und da haben wir Rothbard, den Verteidiger der Sowjetunion. Für Rothbard, Murray Rothbard, war Polen selbst schuld gewesen an der Invasion durch die Nazis. Finnland sei schuld gewesen an der Invasion 1939 durch die Sowjets. Südkorea sei schuld gewesen an der Invasion durch Nordkorea. Murray Rothbard stellte sich auf die Seite der Vietcong und der Khmer Rouge. Er schrieb sogar einen Artikel, der die Invasion Afghanistans durch die Sowjets rechtfertigte. Also haben wir in der Praxis, wenn es wirklich darum geht, eigentlich recht einfache Urteile zu fällen, recht einfache Einschätzungen zu fällen, also abseits von diesem Büchergedöns über Freiheit, in der Realität, in der Praxis versagte Murray Rothbard zu 100%. Der Typ redete wie ein überzeugter Kommunist, wie ein Russenagent. Das Ganze war tiefschürfend und nicht einfach bloß, ach, da war er halt ein wenig daneben, wie manche jetzt versuchen, beschönigend zu erklären, damit die Leute da nicht genauer nachgucken. Rothbard sagte zum Beispiel auch, es gäbe seiner Ansicht nach keine Spur an Beweisen für irgendeinen russischen Plan, einen militärischen Angriff gegen die Vereinigten Staaten durchzuführen. Gab es nie, gibt es nie und wird es nie geben. In Wirklichkeit deuten die Beweise in die entgegengesetzte Richtung. Das war schon seit Lenins Zeiten so gewesen, auch besonders zu Stalins Zeit. Und die Sowjetunion hätte seit dem genialen Lenin, laut Murray Rothbard, der libertären Ikone, hätte die Sowjetunion fortlaufend eine Politik verfolgt der friedlichen Koexistenz. Es sei sogar eine libertäre Außenpolitik gewesen, die die Sowjets gemacht haben. Da seien sie irgendwann daran angelangt. Und die Sowjets hätten sich sogar oft verbiegen müssen, fast bis zum nationalen Selbstmord, um eine friedliche Außenpolitik zu verfolgen. Also diese Worte sind so absurd. Kaum zu fassen. Und es geht noch weiter. Rothbard meinte, was ist mit Stalins Expansion in Osteuropa? Diese Expansion lässt sich kaum rational als Aggression deuten. Es war nur die unvermeidbare Konsequenz von Russland nach dem Sieg über den Aggressor Deutschland und dessen ungarische und rumänische Alliierte. Also, Stalin sei zu entschuldigen gewesen. Und ich habe hier dann noch die Texte von Tim Starr. Tim Starr ist auch ein Libertärer, der sich dann vor einer Weile schon Rothbards kompletten Irrsinn vorgenommen hat. Und vergessen Sie nicht, Rothbard war jemand, der in verschiedenen Lagern war, die Fahne nach dem Wind hing und dann zur großen Ikone wurde, eigentlich der totale Vernichter wurde in den USA, der libertären Bewegung.
Und seine Erfindung, dieser extreme Anarchokapitalismus, also zerstört die Regierung, macht alle Regierungen kaputt, es müsste erlaubt sein, dass sich die Chinesen Land kaufen an der Küste und dann da Millionen Leute herbringen und so, das ist dann deren Gebiet, da dürfen die machen, was sie wollen. Dieser Irrsinn geht auf Murray Rothbard zurück. Und dieser Irrsinn hat sich heute, bis heute eigentlich, wie ein Lauffeuer verbreitet, wie ein Virus unter den Libertären und den freiheitlich Gesinnten. Und die meisten steigen dann in die libertäre Szene ein mit Ayn Rands Buch oder mit irgendeinem guten Buch von Rothbard, wo er halt eben nicht über praktische Sachen spricht. Und dann werden die neuen libertären Rekruten werden dann reingezogen in diese Sekten, in diesen inneren Kern, in diesen Wahnsinn, wo dann Russland verehrt und entschuldigt wird, beziehungsweise wo dann dieser Anarchokapitalismus gepredigt wird, der eigentlich nur destabilisiert. Und die anarchokapitalistischen großen wichtigen Gruppen heute, beziehungsweise die wichtigen Libertären, die sich auf Rothbard berufen, verteidigen heute die Promis verteidigen heute Russland, genauso wie Rothbard es getan hat. Da, und Ayn Rand stammte ja aus Russland, wie viele andere, also viele Agenten, die aus Russland kamen, als sogenannte Flüchtlinge getarnt, haben dann gesagt, ich bin so gegen den Kommunismus und Mann bin ich gegen den Kommunismus. Und Ayn Rands Bestseller-Roman Atlas Shrugged, der dann Millionen und Millionen Kopien verkauft hat, ihr Roman wirkt eigentlich wie eine Destabilisierungspropaganda. Also ihr Buch hetzt die gehobene Mittelschicht gegen die weniger wohlhabenden Schichten auf. Also alle gegen alle und es wird gepredigt, richtig gepredigt in dem Roman, die Sabotage und Vernichtung Amerikas. Man will den ganzen Motor aufhalten und dann nur die Gier zählt, nur das Ich zählt und diese ganzen wertlosen Parasiten, also die normalen Menschen, die halt in irgendeiner Form von Sozialleistungen abhängig sind, diese Parasiten würden alle sterben und das ist natürlich dann nur gerecht. So ist dann so in etwa der Tenor von Ayn Rand in ihrem Buch. Die Helden in dem Buch waren Figuren, die reale Oligarchen wie Rockefeller darstellen sollten, also überzeichnete psychopathische, gefühlskalte Karikaturen. Noch heute feiern Ayn Rand-Organisationen die Rockefellers als größte Helden, die es jemals gab. Da gab es auch so eine Splitterpartei von der PDV, wo dann irgendjemand dann irgendwie gemeint hat auf Facebook, sein größter Held ist Rockefeller und so. Das, obwohl die Rockefeller-Clans alles dafür taten, den freien Markt zu vernichten und Sozialismus zu fördern. Die narzisstische Autorin Ayn Rand stammt ausgerechnet aus Russland. Zeit ihres Lebens gab es Verdachtsmomente, dass es sich bei ihr um eine kommunistische Agentin zur Zersetzung des Klassenfeindes handelt. Ich meine, von der propagandistischen Perspektive aus wäre das sehr, sehr clever gewesen von Seiten der Russen. Man redet also den narzisstischen, wohlhabenden Schichten aus der Seele und hetzt die gegen die Bevölkerung auf und predigt halt die Zerstörung des Staates. Und polarisiert die Bevölkerungsteile gegeneinander, damit möglichst viel Spannung da ist und viel, viel Misstrauen in den USA da ist. Das ist natürlich dann für die Russen sehr, 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 sehr positiv. Also ich habe die Zitate hier, die ganzen Ayn Rand-Organisationen lobhuldigen Dave Rockefeller und Ford und diese ganzen anderen Typen, die alle Sozialismus finanziert haben, auch in Russland. Atlas Society und so. Und die Frau hatte wirklich einen Schlag und hatte eine eigene Sekte gegründet und so. Und dann gab es natürlich noch die Anarchokapitalisten, die sagen, also wie Hans-Hermann Hoppe, der früher auch links war, ja, früher ein Marxist war, wie viele Anarchokapitalisten waren früher noch Marxisten. Und predigen dann also die Idee, macht den Staat kaputt, destabilisiert den Staat.
erlaubt, also macht die Republik kaputt. Der Hass der Anarchokapitalisten ist gegen die Republik und gegen jede Verfassung, auch die amerikanische Verfassung, die sei sowieso schuld an allem gewesen, dass Amerika so schlimm wurde, nicht etwa die Psychopathen. Nein, die Verfassung, die Republik, die Staatlichkeit, nur die Staatlichkeit ist die Genesis des Bösen. Und man müsse also dementsprechend die Verfassung kaputt machen und die Republik kaputt machen, so die Anarchokapitalisten, um das große Utopia herbeizuführen.